Traditionell steht am Jahresanfang immer das Gespräch mit dem Oberbürgermeister auf dem Programmplan des Presseclubs. Da dieser, wie allgemein bekannt, zurzeit in Untersuchungshaft sitzt, standen am Donnerstagabend Vertreter der Stadtratsparteien den Journalisten der Mittelbayerischen Zeitung Rede und Antwort. Die Politiker zeigten sich immer noch bestürzt von den an Wohlbergs gerichteten Vorwürfen. Parteiübergreifende Einigkeit herrschte bei der Forderung, dass ein Rücktritt des OBs unumgänglich ist. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, es zu glauben, so blauäugig bin ich an der Stelle. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, dass da mit diesem kriminellen Vorsatz von Jürgen Wohlbergs das so gemacht wurde. Ich habe mich immer anders eingeschätzt. Und da sage ich jetzt auch nicht, ja, Freile, das hat man sich immer schon denken können. Wenn Sie mir jetzt vorher unter vier Augen versprechen, dass Sie es nicht veröffentlichen, gefragt hätten, was ich bei Herrn Scheiding oder bei Herrn Hartung mir alles vorstellen kann, hätte ich vielleicht was anderes gesagt. Entschuldigung, das ist aber auch nichts, was ich belegen kann. Das ist jetzt einfach ein ganz, wenn Sie jetzt in sich reinhören, denken wahrscheinlich fast alle im Raum nicht so ganz anders. Aber bei ihm haben wir es nicht vorstellen können. Wenn ich mir jetzt die Pressekonferenzen vom Oberbürgermeister anschaue aus dem letzten halben Jahr, das macht mich echt völlig fassungslos. Weil wenn das stimmt, was ihm vorgeworfen wird, dann sind wir einfach als Stadtrat wirklich missbraucht worden von ihm als Oberbürgermeister. Er hat seine Rolle nicht so wahrgenommen, wie es irgendwie angemessen gewesen wäre. Und die politische Bewertung ist eindeutig. Vor dem Hintergrund eines solchen Tatvorwurfs und der Dichte des Vorwurfs ist es aus meiner Sicht völlig unmöglich, dass er weiter im Amt verbleibt. Ja, das ist ja. Ein zentrales Thema des Abends war die Vergabe des Nibelungenareals an den ebenfalls in U-Haft sitzenden Bauträger Tretzel. Die Regierungskoalition sieht hier im Gegensatz zur CSU aber kein Fehlverhalten bei sich. Es war auf dieser Verwaltungsvorlage eindeutig erkennbar, dass die Vergabe falsch läuft. Für uns war das eindeutig erkennbar. Mir ist unerklärlich, der Suttner war nicht dabei, den nehme ich jetzt aus. Mir ist unerklärlich, dass die ganze bunte Koalition das nicht erkannt hat. Und wenn das nicht so gewesen wäre, dass das eindeutig war, war noch Rechenfehler oder Schreibfehler mit 90 Euro drin, das dann 2 Millionen ausgemacht hat. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätten wir nicht alle politischen und rechtlichen Mittel ausgeschöpft gegen diese Vergabe. Wir wollten die neue Ausschreibung. Deswegen haben wir die Ausschreibung auch nicht mit unterschrieben, im Gegensatz zu allen anderen, nicht alle unterschrieben, aber alle zugestimmt. Nachdem es aber so gemacht wurde, konnte man aus unserer Sicht zu dem Ergebnis kommen, dass das Tretzl-Angebot das Beste ist. Es ist ja diese Rechtsaufschrift, Aufsichtsbeschwerde auch abgelehnt worden. Vielleicht wusste der Herr Rieger mehr, weil der Herr Schlegel ja mittlerweile gesagt hat, dass ihm der Herr Hartl in einem 2-4-Augen-Gespräch gesagt hätte, es müsse der Herr Tretzl unbedingt bekommen. Das wussten wir natürlich nicht, aber damals war der Herr Schlegel ja auch noch im Aufsichtsrat vom Jahr und deswegen hat er da wahrscheinlich die Füße auch stillgehalten und hat dann seine Insider-Information verwendet, um dann ein Politikum draus zu machen, anstatt vorher zu sagen, passt auf, hier läuft irgendwas schief. Und das hat keiner getan und deswegen liegt da aus meiner Sicht die Schuld nicht nur auf einer Seite, sondern bei anderen auch. Es ist eine jedenfalls vertretbare, eine von drei möglichen, aber vertretbare Entscheidung. Und dass daneben jemand eine Bazi-Abrede getroffen hat, von der natürlich alle anderen nichts gewusst haben. Der eine hat vielleicht, so wird ihm vorgeworfen, 20.000 Euro im Monat dafür gekriegt und der andere hat vielleicht die Zusage gehabt, ich zahle 1,7 Millionen an Jahren. Ja, Entschuldigung. Also das hat natürlich keiner gewusst. Aber die Entscheidung als solche war, ist richtig. Um etwaigen Mauscheleien in Zukunft einen Riegel vorzuschieben, haben die Stadträte konkrete Vorschläge. Auch wenn nicht jeder von deren Wirksamkeit überzeugt ist. Ich hätte es mir so vorgestellt, das wäre eigentlich meine Vorstellung, dass ein Oberbürgermeister, wenn er sich mit einem Investor trifft, dass er die Spitzen seiner Verwaltung dabei hat, mindestens eine, und damit gemeinsam sich das anhört, nachher intern bespricht und dann wieder an den Investor herantritt. Und diesen Verdacht habe ich, dass das nicht stattgefunden hat. Herr Suttner, wenn Sie jetzt... Wir müssen uns tatsächlich den Umgang mit den Bauträgern, wir müssen neu bewerten. Wenn das in der Vergangenheit so gewesen ist, ein bisschen deutet auch so diese staatsmannschaftliche Presseerklärung darauf hin, dass die Bauträger zur Stadt gehen und sagen, was sie wollen, und dann versucht die Stadt das umzusetzen. Das darf es nicht geben, es muss umgekehrt sein. Es muss sein, dass die Stadt verantwortlich die Planung macht und dann schaut, wie man das umsetzt. Wenn einer scheißen will und das geschickt anstellt, dann muss man es ja erst einmal nachweisen. Also ich habe da nicht so wahnsinnig viel Hoffnung, dass wenn man die falschen Leute in so eine Position bringt, dass man dann ungeschoren davon kommen kann. Die Koalition will erst einmal in der derzeitigen Konstellation weitermachen. Alle hoffen auf den Rücktritt Wohlbergs, zu dem er aber nicht gezwungen werden kann. Somit geht die Zitterpartie erst einmal weiter, im schlimmsten Fall sogar bis zum Ende des Gerichtsverfahrens.
Trotz alledem versicherten die Beteiligten, dass der Stadtrat weiterhin gestalterisch voll funktionsfähig ist.